Und wir wieder niemanden haben, den er anrufen kann, ne? Nee. Okay, also zwei Schlüssel. Und wir brauchen theoretisch auch einen Ort, wo wir mehrere Gegenstände nutzen können. Wir brauchen einen Ort, wo wir das Seil benutzen können und einen Ort, wo wir Handschuhe benutzen können. Ich gehe hier nur noch einmal durch, ob da vielleicht irgendwas Neues aufgetaucht ist. Sieht aber nicht so aus. Und es fühlt sich 100% so an, als wenn hier später ein Tor wäre, ne? Können wir vielleicht die Lampen hier rausdrehen? Nee. Das Herr-der-Ringe-Buch können wir zu den anderen Büchern vielleicht stellen. Machst du die Tür auf? Wenn ich ein Herr-der-Ringe-Buch wäre, wo würde ich gerne hin? Wo ist das Buch hin? Bist du das Buch? Ja. The library card doesn't have any effect on the books. Oh, das ist gar nicht das Buch selber. Das ist quasi nur eine Registrierkarte, die man mitbekommt, wenn man sich das ausleiht. Also damals, als man noch in Büchereien gegangen ist. Okay, was machen wir damit dann? There is no key to the words. Ich wollte eigentlich nur das ganze Ding ein bisschen mehr drehen, weil die ja wohl verrostet waren. Aber scheinbar nicht. Das sind die Bücher, das ist die Geheimtür. This old globe is a collector's item dating back decades. Ja, und die beiden sind identisch. Nee, okay, wir brauchen immer noch zwei Schlüssel. Wir brauchen jetzt gegen drei Möglichkeiten, wo wir mit der Karte irgendwas, wo wir mit den ganzen Sachen was anfangen können. Irgendwas für die Karte, irgendwas für die Handschuhe, irgendwas für das Seil. Das haben wir hier mit dem Spiegel. Nee. So, bei dem Spiegel fehlt eine Ecke. This mirror reflects a haunting image of yourself. The mirror is cold to the touch, a grim reminder of its unyielding quest for your true image. Macht nicht Sinn, irgendwas damit zu kombinieren, oder vielleicht die Handschuhe? Nein. Sind das verschiedene Bilder? Und sagt er jetzt mit der Gothic Art Style. A picture that's very alien to you. Oh, wir haben es schon Nachmittag. Wird es denn gleich wirklich dunkel? Hätte ich echt alles nicht erwartet von dem Spiel. Nee, das ist nur. Das hatten wir vorher schon. Geh zurück. So, Küche. Küche ist immer noch alles offen. You wouldn't want to eat anything coming from this kitchen, bla 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 bla. Solitary drops of water rhythmically tapping on the rusty sink remind you that time is quickly passing. Zeit vergeht. Das ist wohl wahr. Leer außer Käfer. Kühlschrank wird's immer noch nicht, hm? Nee. Den Handschuhen vielleicht? It's stuck. Hm.
Where do you want to haul it off to? Achso, das ist eine sarkastische Frage. Ich wollte ihn einfach nur wegziehen und gucken, was dahinter ist. Ich weiß nicht. The stove hisses ever silently. The faint smell of gas tells you the pilot light is out. Moment mal, das Ding war die ganze Zeit an. The pilot flame is out. Das könnte die Halluzination erklären, ne? Können wir hier unten Unfug anstellen? Are you feeling alright? Ich weiß ja nicht. Wir haben jetzt schon seit, keine Ahnung, 7 Stunden lang Gas geschnüffelt. Dahinter geht's bestimmt auch noch weiter. Nee, ich denke, wir haben jetzt das Gröbste im Haus gemacht. Und es ändert sich erst was, wenn es dunkel wird. Das würde sehr passen zu der Stimmung. Uhrzeit sagt... You can't turn back time. This grandfather clock reverberates an ancient, endless tempo. There appears to be a plug inside, but you can't make out what it says. Wir kriegen keine Uhrzeit mehr. Doch da. 3.30 Uhr. Jetzt vergeht die Zeit irgendwie nicht mehr. Doch, aber echt, ja. Der Sprung vorher war länger. Also wahrscheinlich, wenn wir besondere Sachen machen, geht die Zeit eher voran. Geh mal raus. Irgendwas Wichtiges übersehen haben. Also wir haben keinen Schlüssel für das Auto. Seilhandschuhe und ein Pass bringt uns auch nichts. Können wir irgendwo in die Nachbarschaft gehen? Oh. Oh, Hörnchen. Das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, wir bleiben echt die ganze Zeit bei dem Haus. Ja, machen einen kleinen Spaziergang, das tut gut. Ein bisschen frische Luft, nicht die ganze Zeit Gas schnüffeln. Polizei. Also ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, dass wir jetzt die Polizei Bescheid sagen und sagen, hey, wir haben ein Babypaket bekommen und das sah plötzlich aus wie ein Alien und dann war es wieder okay und dann ist der Postbote einfach gegangen, ohne was zu sagen. Ja, das klingt nicht gut. The hand has nothing to do with the clerk. You see the clerk. Ich würde gern Dinge kaufen. Bin mir nicht ganz sicher, was ich hier soll. Hier wird bestimmt kein Schlüssel sein zu unserem Auto. Soy Sauce. Können wir Soy Sauce kaufen? I'm sorry, Mr. Dawson, but you'll have to pay for that. Ja, natürlich. Serve yourself, Mr. Dawson. Okay. Wir kaufen alles. Wir können alles irgendwann irgendwie nochmal gebrauchen. The last bottle of scotch. Boy, Delbert's gonna be mad. Okay, wir haben Scotch. Hi, you must be Mike. I'm your neighbor, Delbert. Why don't we get together tomorrow? I'll meet you outside your place at 6. You're a writer, huh? I'm a lawyer by trade. Why don't you take one of my cards? Rechtsanwalt. Und mag anscheinend Scotch. Das heißt, wir könnten ihm das einfach schenken.
auf gute Nachbarschaft und so. Ja. Erstmal Sojasauce kaufen. Prioritäten. I'm sorry, Mr. Dawson, but you'll have to pay for that. Oh, haben wir kein Geld mehr? Doch, hier. Komm schon, wenn wir uns ein Haus kaufen können, können wir uns Sojasauce kaufen. Serve yourself, Mr. Dawson. Zack. So, sonst... Also das ist der Clerk selber, in den Regalen ist nix. Can of Pitted Olives. I'm sorry, Mr. Dawson. Ja. Ich dachte, vielleicht hättest du das irgendwie gemerkt, da... Nimm. Ich brauche Oliven. Oliven und Sojasauce, das wird eine super Mahlzeit. Und Scotch. Nanu? Cracker. Ich hätte... Oh, wir haben kein Geld mehr. Wir hätten die Cracker holen sollen, keine doofen Oliven. Na gut, dann sagen wir Tschüss und gehen. Ein Barber. Okay, wir sollten da nur vorbeikommen, wenn wir einen Termin haben. Wir könnten Delbert auch mit dem Telefon anrufen, ne? Jetzt haben wir ja seine Nummer mit der Karte. Zeig mal die Karte. Get out of jail free. Das ist gut. Attorney at law. Delbert Hostomski. Woodland Hills. 555-3711 oder so. Ich glaube... Ne, hier geht's weiter. Oh, hallo Hund. Winkelst du gegen den Hydranten? Ja. Nein, doch, okay. Keine Zukunft sehen. Oh, wir sind im Kreis gelaufen. Nee, das ist nicht unser Haus. Das ist ein... Springbrunnen. Einmal vorstellig werden. Hallo, das ist die Bücherei. Nehme ich mal an. You pick up a Bobby Pin. Oh, Bobby Pin, damit können wir das Schloss knacken von dem Trunk auf unserem Dachboden. Hallo Lady. An extremely beautiful woman. She doesn't seem to notice you staring at her. Warum starrst du sie an? Du sollst nur mal kurz gucken. Ob da alles okay ist und so. Wir hätten hier ein Herr der Ringe-Ding. This card really should be kept with the book. You'll find that one in aisle C. It's the one with the green cover. C, Okay. Keine Ahnung warum, aber anscheinend sind wir Künstler, also Schreiberling, so wie ich. Also wahrscheinlich sehr ein wenig besser darin, sonst könnte er sich kein Haus leisten. Und Schreiberlinge haben öfters mal komische Gedankengänge und machen komische Dinge. Also läuft er jetzt in die Bücherei und gibt eine Karte ab und sucht das Buch, was zur Karte gehört. Einfach nur, weil er es kann. Mit einem grünen Cover, Gibt da noch mehr bei C? Oder? Das ist alles C. Nee, C war schon richtig. Stopp. Wenn ich jetzt sage D, gehst du dahinter. Ah, okay. Das heißt, wir müssten hierhin, um C anzugucken.
You pick up the book and pull out the piece of paper. Nein! Ich will nicht noch mehr davon. I know that I'm doomed, but I hope that someone will find this and solve the mystery that baffled me. I had a light moment the other night when old man Tuttle grabbed the key to my clock and swallowed it. What a joke. Then the old guy had a stroke only a week later. I can retrieve the key if I have the guts. Pressing left, above, right. We'll get... Okay, warte. Stift. Papier. Also, wir müssen eine Leiche finden und die Leiche öffnen, um an einen Schlüssel zu kommen für unseren Trunk. Das ist ein absolut rationaler Gedankengang. Also, links, oben, rechts. Gut. Das war kurios. Ich glaube, ich bin trotzdem mit einem falschen Shelf. Kann ich mit dir... Using the Business Card... Nein, nicht Business Card. Ich brauche das andere. Oh, nee, das war doch richtig. Was haben wir hier alles? So, die Oliven. Und das ist das. Nee, also wir haben die Karte schon abgegeben. Wir haben gerade das richtige Buch gefunden. Und in dem richtigen Buch war dann dieser Fetzen drin. Und der Fetzen sagt uns jetzt links, oben, rechts. Okay. Zurück. Haben wir hier noch Schönes? Ein Microfilm-Reader. Wir haben keinen Microfilm, aber wir können uns merken, dass er einer ist. Bücher, Bücher, mehr Bücher. Nö, ich denke, wir sollten nach Hause gehen und mit dem Bobby-Pin ein Schloss knacken. Die Frage ist, knacken wir das Schloss von dem Auto oder knacken wir das Schloss von dem Trunk? Und scheinbar ist hier jetzt vorbei. Ja. Okay, also wir müssen den ganzen Weg wieder zurück. Hund ist nicht mehr da. Ich habe gerade Hair chopped. Ich habe das Hair nicht gelesen. Ich habe nur chopped off gelesen. The local barber is the place where you get your head chopped off. Nein, Herr, nicht Head. Ja, Eichhörnchen. Wir wohnen anscheinend auf einem Hügel oberhalb der Stadt. Muss also eine gute Übersicht da oben sein. Und unser Nachbar... Wir hätten doch nach links gehen können übrigens. Wir sind halt ganz am... Oh. Muss das hier gerade so im Menü ist. Weil wir neben einem Friedhof wohnen. Das ist zur Hölle. Oh Gott. Okay. Old Man Tuttle sollten wir ausgraben und links oben rechts machen. Molly Santini, a rich spinster who somehow managed to take it all with her. Liebe Friedhöfe in alten Computerspielen. Jay Punch, may he rest in peace. Das war langweilig. Al Leibovitz, a canticle for his deeds. The description has eroded with time. Bobby Jacobs, never thought you'd end up here, did you? John Campbell, here lies a man who saw beyond time's horizon. Das wird eine Anspielung sein auf irgendein Autor, oder?
Können wir bei den Gräbern irgendwo was machen? Step back, you're on hallowed ground. Ja, ich glaube nicht. Geht's noch weit? Ja. This place looks like no one has been around to tend to it for a long time. Nostromo, RIP. Was ist eine Alien-Anspielung? Was bei dem Künstler Sinn macht, huh? Hardcore Fenton Mudd. He was no trouble at all. JTK. Und ein Mausoleum. Ancient symbols cover this mausoleum, but you're not up on your Egyptian. Sieht fast aus wie eine Türklinge, huh? Oh. Ah, okay, warte. Nee. Links, oben, rechts. Ah, wie war der Begriff? Ah, das hatten wir gerade erst bei Signalis. Mit wahnsinnig werden und Cosmic Horror und so weiter. Da Sachen, die scheinbar keinen kausalen Zusammenhang haben, also wie jetzt einen Zettel in der Bücherei finden mit irgendeiner Kombination und genau die Kombination gibt man dann woanders ein und es ist genau die richtige. Was eigentlich keinen Zusammenhang haben dürfte, aber es trotzdem einen hat. Das hatte irgendeinen coolen Begriff. Wir haben gerade eine Büchereikarte in unserem neuen Haus gefunden, sind dann zur Bücherei gegangen, haben da eine Kombination gefunden. Die Kombination funktionierte hier auf dem Friedhof. Das ist sehr suspekt. Genauso wie Leute, die einfach so in Mausoleen einbrechen. Und es wird bestimmt eine gute Geschichte, hm? Ja. So, die Flattermäuse lassen wir in Ruhe. The names on these caskets have faded away with time. Also scheint keinen Groundskeeper zu geben, der sich um alles kümmert hier. Unser Plan ist immer noch eine Leiche zu suchen und da einen Schlüssel zu finden in der Leiche. Oh, oder in der Urne, wenn er verbrannt wurde. Gary Tuttle, beloved cousin. Ja, wer damit... Great, now you have cousin Gary all over you. Nee, wir müssen es mitnehmen, da ist ein Schlüssel drin. Oh, vielleicht gibt es mehrere Tuttles. Wer ist hier die Tuttle-Gruft hier? Leonard Tuttle, beloved son. Oh Gott, ja. Patrick Tuttle. Nee, keine Gloves, einfach nur... Great, now you have Grandpa Pal. Old Man Tuttle. John Tuttle. Beloved Siamese Twin. You found a cloak key among the ashes. Oh God, okay. Das ist herrlich. Okay. Ist da unten noch was? Nee, da kamen wir her. Wo führt der andere Weg dahin? A peaceful place to meditate. Not that you have the time. Ich verstehe nicht, warum wir so unter Druck sind. Also anscheinend haben wir irgendeine Deadline, von der wir nicht wissen. Also verhärt unser lieber Schreiberling hier doch nicht so viel Geld, sondern hat das Haus einfach nur günstig bekommen, weil irgendjemand drin gestorben ist. Der muss jetzt schnell weitermachen mit seinen Büchern schreiben, sonst hat er nicht genug Geld zum Leben oder so. Und er läuft in der Stadt rum und macht komische Dinge einfach nur, um sich zu inspirieren. Ich denke, das macht auch halbwegs Sinn. You can barely see your house from here. Ja gut, hier scheint nichts weiter zu sein. Also gehen wir runter, um gleich wieder hochzugehen.
Da lang. Wir werden die restlichen Tattle-Leute in Ruhe lassen. Genauso wie die Fledermäuse. Auch so dunkel. Ich will nicht unbedingt hier bleiben, wenn es dunkel wird. Sherry Days. Ah, Guys Rapwood. Ah, okay, sehr schön. Das müsste Monkey Island sein, ne? McKeegan. Wahrscheinlich waren ja noch viel mehr Anspielungen, die ich nicht mitbekommen habe. There's no name on the stone. Okay. Ja, zu diesen Zeiten hatte ich kein Geld für Computerspiele. Wir hatten eine Handvoll. Und das war's. Und die waren nicht gut. Wir hatten Zack McCracken. Das war toll. Und Asterix und Obelix oder so. Aber so ein abgefahrenen Schnickschnack wie das hier, ne. So, ab nach Hause, bevor es ganz dunkel wird. Rein da. So, der Stopp. Der Schlüssel ist für Clock Key. Also wir sind losgezogen, um zwei Schlüssel zu finden. Einmal fürs Auto und einmal für den Trunk oben auf dem Dachboden. Und wir kommen zurück mit einem dritten. Mhm. Clock war im Wohnzimmer. Da. These keys don't work here. Oh, doch hier. Dedicated to John McKeegan for 25 years of loyal service. The cloak casing is locked for some reason. Nein, nicht. Leer. Ich kann ja auch nichts machen. Das war jetzt alles für die Kerz? Ja, wir haben theoretisch eine Verabredung morgen mit dem Nachbarn. Ja, hier ist nichts neu. Also vielleicht können wir jetzt einfach früh schlafen gehen. Oder wir rufen ihn an, dass er vielleicht heute schon vorbeikommt. Gehen wir nach oben. Schlafzimmer. Du willst bestimmt nicht schlafen, ne? Oh. Oh. Mehr Albträume. These nightmares have given me a mean headache. Drogen. So, müssen wir bald in die Stadt und neue Tabletten kaufen. It seems like I've had this headache since I've moved in. Könnte an dem Gasleck liegen. Wobei, es wird nur ein leichter Gasgeruch gewesen sein. Es wird nicht durchgehend an sein. Aber es fehlt ja das Licht, wenn man es anmachen würde. Gut, tägliche Routine. Tabletten nehmen. Frisch machen. Auch wenn es nicht gut für die Haut ist, jeden Tag zu duschen.
Runde drehen, ob sie irgendwas getan hat. Dem sieht nicht so aus. Mit dem Schlüssel oben versuchen, was zu machen. Der Schlüssel wird nicht für die Uhr sein und für den Trunk oben. Das wäre komisch. Aber wir haben so viele andere Sachen jetzt gerade gekauft, die wir vielleicht irgendwie kombinieren können. Scheint die Hälfte davon einfach nur Ramsch, den wir gar nicht hätten aufsammeln müssen. Was haben wir da? Wir haben die Karte von dem Typen. Wir haben die Sojasauce. Wir haben Oliven. Den Bobby Pin, den können wir noch benutzen. The Bobby Pin will do nothing to the trunk lock. Okay. Das heißt, wir hatten zwei Möglichkeiten, wo wir es hätten nutzen können. Die ist es nicht. Also müssen wir jetzt einmal runter. Wir müssen zweimal runter. Raus aus dem Haus, hinten zur Garage hin und dann gucken, ob wir das Auto damit starten können. Aber was machen wir mit dem Auto? Also es fahren können, falls irgendwas passiert, klingt schon mal nicht schlecht. Genau. Wir haben keinen Hinterausgang oder ähnliches, also raus. Oh, hey Kleiner. Okay, versuchen wir Bobby Pin mit dem viel zu kleinen Schloss. The car won't start with the bobby pin. Menno. This key won't fit the ignition. Ne. Raus. Also es war eine nette Idee, aber es wäre eh komisch bei einem Auto, weil das knackt man nicht nur einmal, das müsste man regelmäßig zünden, das ist ja nicht zum Öffnen eines Schlosses. Ja, nee, in der Stadt haben wir nichts zu tun, wir haben kein neues Geld bekommen, wir müssten jetzt theoretisch warten, bis es abends ist. Er meinte, er wäre unser Nachbar, aber es gibt kein Haus hier direkt in der Nähe, wo wir hingehen können. Können wir hier irgendwas machen? Nein. Nope. Wir könnten... Lass mal in die Küche gehen und dann schauen, ob vielleicht die Putzfrau inzwischen da war. Damit wir unsere Oliven und so weiter einsortieren können. Das ist die falsche Ecke. Zwischendurch mal checken, wie spät wir es haben. Ah. 9 Uhr morgens, Tag 2. Ja, abzuwarten wäre jetzt langfristig. Machen. Schade. Der Zettel, dass der noch da ist, ist komisch. Ja.